Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Wir haben das erste Tor aufgemacht. Das war nicht wirklich sehr befriedigend mit dem Königsring und gehen jetzt zum zweiten Tor. Und ich glaube, das war hier. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, das war hier. Aber ich hoffe, ich schaff's wieder am Dicken vorbeizurennen. Nein, ich schaff's nicht. Aber ich überleb's, das ist ausreichend genug. Ja, Symbol des Königs. Ich bin der neue König, vielleicht. So, Ring brauchen wir nicht mehr. Hallo, Schattenwald Nummer 2. Aldias Festung. Ah, hier haben wir also ein neues Gebiet. Ohohoho, zumindest sieht es ganz danach aus. Das im Wald der Riesen war ja einfach nur ein bisschen... Hier hast du mal ein paar Glitzerringe und ein paar Glitzersteine und das war's. Bin schon gespannt. Aldias Festung. Wer ist denn Aldia? Okay, geht einfach wieder zu. Damit kann ich leben. Fossiler Drachenknochen. Ja, wir haben es aber bisher noch nicht gebraucht. Oh. Alles voll mit den kleinen Dingern. Aber die sind eigentlich einfach. Falls jetzt nicht wirklich stärker sind. Sag ich doch. Oh, jetzt kommen alle, jetzt kommen alle. Naja, trotzdem kein so großes Problem. Ach, die leuchten weiter, okay. Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Scharfschütze. Ziemlich großer Vorhof in dieser Festung, aber auch ziemlich viele Festungen hier in der Gegend. Der Eisschrein, der teleportiert uns ja auch einfach nur zu irgendeiner Festung. Hallo, Leuchtfeuer. Wir setzen uns mal nicht ran, weil ich habe keinen Bock, dass die ganzen Gegner, die hier waren, wiederkommen. Also die komischen kleinen Hunde oder was das ist. Koboldhunde, keine Ahnung. Truhe, aber da sind welche gestorben. Nachahmung voraus, sucht Schatz und dann Glück. Bitte keine falsche Truhe, fuck! Man schafft es einfach nicht wegzurennen. Ich muss mich erstmal heilen, bevor ich den Kampf aufnehmen kann, aber sieht so scheiße aus, das Monster. Ich habe es geahnt, dass es eine falsche Truhe ist, aber es war nicht eindeutig zu lesen oder abzusehen an den, was da stand. Deswegen dachte ich mir, bevor es eine echte Truhe ist und du die kaputt machst, versuchst du es lieber so, und wir haben es ja bisher zumindest auch überlebt. Und so schwer sind die ja dann auch nicht mehr. Also das am Anfang ist halt scheiße. Mistgestalteter Schädel und Finstermaske. Das ist ja schon wieder Zauberschmüll. Finstermaske. Maske eines von der Finsternis überwältigten Ritters. Niemand kennt die wahre Identität jener Männer, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alten Legenden aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die der Kunst des Lebensentzugs auf der Spur waren. Oh Gott, wie hieß das jetzt? Und das mit Schädel? Okay. Hier, missgestalteter Schädel. Uiuiui, 260 Angriff und 56 Blutungsschaden. Und das ohne Verbesserung. Der Schädel einer nicht identifizierten Kreatur kann wie ein Großhammer geschwungen werden. Möglicherweise ein Drachenschädel. Ein seltenes Exemplar. Vermutlich zu selten, um planlos herumgeschwungen zu werden. Sehr schön. 35 Stärke bräuchten wir dafür. Das sieht ja mal geil aus. Aber naja, brauchen wir nicht wirklich.
Komplett aufgebessert, vielleicht. Wir können ja mal gucken, was das braucht. Vielleicht braucht das endlich so einen Drachenstaub, Knochenmüll. Den nehmen wir ja dann eh für nichts anderes. Dann können wir es ja mal aufleveln. Aber ansonsten eigentlich ja nicht wirklich so geil. Aber hat sich gelohnt, die Truhe hat sich gelohnt. Was schön ist, eine schöne Waffe. So, vielleicht kommen wir jetzt endlich mal an diese Burg hier rein. Ist hier noch was? Hier ist doch noch was. Ich wusste es. Feuersamen, ja komm. Niemand braucht die verfluchten Feuersamen. Außer halt Pyromanten. Da ist auch was. Wie komme ich denn da rein? Von oben? Der Lebensstein schimmert. Ich glaube, jetzt können wir wirklich schon fast rein. Okay. Dämmerungskraut, ja, Zauberei, Freude. Jetzt können wir aber wirklich rein, oder? Was? Da ist direkt Nebel? Konnten wir nicht gerade eben noch in die Tür reingucken? Aber es wird einfach nur ein Gebietsnebel sein. Finsternisgeist. Und verlassen und seine Welt zurückgekehrt. Ach, hier war ein Finsternisgeist, deswegen. Ach, deswegen, alles klar. Verlassen ist da auch so ein CPU-Finsternisgeist. Den haben wir jetzt schon 100 Mal gehabt. Kann doch nicht sein, dass immer der gleiche zu uns kommt. Astaliel aus Myra. Aber ich gehe immer davon aus, dass es CPU ist, oder? Ich glaube, der kommt mir auch bekannt vor. Den hatten wir schon mal. So einfach, vielen Dank. Mach's gut, Astaliel aus Myra. Danke für das Menschenbild. Na komm, gib's mir so. Oh, was ist das denn? Das kann man gar nicht kaputt machen, okay. Ich dachte, da kommt Gegner rausgesprungen. Vielleicht müssen wir die ganzen Fackeln hier anmachen. Es sind 4 Stück, aber nur eine ist an. Moment, das probieren wir mal aus. Ach, die können wir gar nicht an- oder ausmachen. Oder? Ja, ich glaube nicht. Also wenn ich die Fackeln nicht hier ran anmachen kann, dann kann ich auch die hier nicht anmachen. Meiner Meinung nach. Oho. Jurassic Park oder wie? Jurassic Park 1. Ach, das sind auf gar nicht irgendwelche Monster eingefangen. Alles klar, aber dass die immer noch leben, krass. Vielleicht nur noch die, keine Ahnung, Hüllen davon. Wow, das als Gegner wäre krass, ey. Hier können wir eine Fackel anmachen. Wagt es ja nicht, also keine Fackel anmachen, okay. Macht ja auch keine, also ist nicht notwendig, wir haben ja genügend Licht. Da ist ein Hebel. Da ist Nebel? Keine Information davor. Lassen wir mal erst links liegen, den Nebel. Ich habe ein bisschen Angst. Wir schauen uns erstmal den Hebel an, beziehungsweise die Spruchbänder, die uns helfen wollen. Rückzug. 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 Kann die Sachen nicht bewerten. Oh, ich darf mir hier wohl gar nichts erlauben, oder was? Was ist denn passiert? Hebelwand voraus. Ne, jetzt nicht mehr. By the very gods. What have you done?
You'll never escape him. Oh, ich habe irgendeine Scheiße gebaut, glaube ich. By the very God, you've really done it. Oh, was soll's? Was wäre denn passiert, wenn ich durch die Nebelwand gegangen wäre? Kann ich den Hebel nochmal betätigen? Ich glaube nicht, also. Guck mal. Ich meine, ich hatte schon so einen blöden Verfolger an meiner Backe hängen. Ich habe diese blöde Gruft der Untoten überlebt mit den ganzen Finsternisgeistern. Was soll mir noch passieren? Soll halt ein neuer Verfolger kommen. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, den Verfolger. Mag das ja nicht. Naja, das Feuer lasse ich mal aus, weil. Es gibt ja zumindest momentan keinen Grund, Feuer anzumachen. Würde ich sagen. Kleinen Überblick verschaffen, wo wir überall lang können. Hier nicht. Um hier lang zu kommen, müsste ich den wieder. Oh Gott. Ja, das heben wir uns mal für später auf. Vielleicht kommen wir ja auch an dem Typ da irgendwie anders vorbei. Mit einem anderen Weg. Sehr, sehr mysteriös bisher, dieses Schloss. Keine Gegner, ziemlich verlassen. Aber irgendwie angsteinflößend. Eine ganz, ganz dunkle, finstere Aura. Oh Gott, da kommt der erste Gegner. Wieder so ein Spiegeltyp, aber die sind ja eigentlich nicht schwer. Na komm. Die waren nur nicht so angenehm beim Bossfight. Oh, ich schaffe es nicht. Hält ganz schön viel aus. So. Ich hoffe, die kommen nicht aus jedem Spiegel raus. Vielleicht aber auch doch. Scheiße, ich sollte ihn lieber versuchen, direkt aufzuspießen. Boah, ich dachte, er macht's jetzt noch. Fuck. Schade. Aber er ist schon ganz gut down. Ich glaube, die mit dem Schwert sind noch einfacher. Will sich nicht aufspießen lassen, wie es aussieht. Ja, dann machen wir es halt anders. Ja. Darf wahrscheinlich nicht so nah an den Spiegeln vorbeigehen. Du Alban des Nordens plus 2, was ist das denn? Erhöht Zauberaufladung, aber verringert Trefferpunkte. Dies ist einer der geheimen Schätze von Aldia. Er erhöht die Zauberaufladungen auf Kosten von Trefferpunkten. Dieser schlicht aussehende Ring enthält sehr mächtige Magie. Es ist unvorstellbar, welche unfassbare Taten verbracht werden mussten, um ihn zu erschaffen. Man erinnere sich nur an das grausame Schicksal der Bewohner Aldias. Kann denn irgendwas hinter den Spiegeln sein? Hier steht was. Lassen wir die. Hier könnte man jemanden holen. Wer denn? Miet Klinge Luet. Will sich nicht aufspießen lassen. Schade. Müsste aber jetzt sowieso tot sein. Ja. Dann haben wir den ersten möglichen Weg geklärt, noch die Truhe aufmachen und hoffen, dass keine Scheiße drin ist. Aber ja, zu der Umgebung hier passen natürlich diese ganzen Fake-Truhen und Fallentruhen. Leuchtkäfer, hatten wir das schon mal?
War denn Leuchtkäfer? Verursacht mehr Schaden, erleidet weniger, ja. Gut, Richtung Nummer 1. Dann nehmen wir mal die Richtung. Da scheint nur eine Truhe zu sein. Es sind Leute gestorben. Kein gutes Zeichen. Es ist eine Fake-Truhe. Die steht auch sehr merkwürdig. Aber wir haben genügend Energie. Wir würden es überleben. Okay, vielleicht mit Falle. Dann weiß ich nicht, woran die gestorben sind. Oder kommt jetzt noch ein Gegner? Sehr merkwürdig. Dann haben sie sich wahrscheinlich bisher zurückgezogen, als sie gegen diese Spiegeltypen gekämpft haben. Okay, dann jetzt die andere Seite. Und wenn die dann auch abgehandelt ist, müssen wir wohl einen Duftzweig verwenden. Deswegen haben wir vielleicht auch draußen im Hof so einen Duftzweig gefunden, weil wir einen brauchen. Das würde Sinn ergeben. Okay. Oh, ich hoffe mal, die kommen nicht runtergefallen, die ganzen Käfige. Oh Gott. Oh Gott, da kommt doch da locker durch. Die sind doch viel zu groß. Die Streben. Sinnlos. Ja, ist mir schon klar. Schwäche Arena. Oh fuck, er macht's wirklich. Wir wissen, wie viel ich die abziehe. Oh Gott, wir ziehen ja echt wenig ab. Wobei, geht eigentlich noch. Haben wir gleich. Wenn er so dumm kämpft. Richtig dumm, wie der kämpft. Gott, war ja easy. Kann aber gut zählen. So, lass mich mal nachgucken. Wo gehen wir jetzt hin? Ist da irgendwas? Nee, ne? Ich wusste doch, dass wir hier auch so lang kommen, ohne dass wir den Dicken befreien müssen. Ich wusste es. Haben wir das nämlich auch geklärt. Haben uns einen Duftzweig gespart und einen schwierigen Kampf, weil die Fetten immer nerven. Egal, ob ich am Anfang des Spiels war oder eben jetzt. Ich weiß nicht, am Ende bin ich bestimmt noch nicht. Lange nicht. Da ist eine Truhe, aber es sind viele gestorben. Kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich dürfen wir wieder dieses Feuer nicht anmachen. Sobald wir Feuer anmachen, kommt da Finsternis. Aber wer will denn hier Feuer anmachen? Ist doch hell genug. Auf jeden Fall eine sehr gespenstige und merkwürdige Atmosphäre hier in dem Schloss, wie ich finde. Schade, dass nicht mehr atmosphärische Musik in dem Spiel generell vorkommt. Das ist eigentlich auch so ein kleines Minus vom Spiel. Könnte man, man muss ja nicht überall Musik machen, aber man könnte, denke ich, so den ein oder anderen Platz mit Musik versehen. Also der ein oder andere Platz ist auch mit Musik versehen, aber es sind halt super wenige. Wir müssen wohl den Hebel ziemlich aussieht, dann wird wahrscheinlich dieses Typ, der Typ da hier aufwachen, oder? Also ein bisschen mehr Musik hätte ich mich schon gewünscht. Hä? Okay. Oh. Der Hebel da ist also dafür da, um die Tür wieder aufzumachen. Dafür müssen wir dann erstmal wieder rauskommen. Hier ist es auf jeden Fall dunkel. Hier wird es sich schon eher lohnen. Ah, hallo. Die machen immer indirekt Licht. Zumindest wenn die so eine, wenn die so eine Geheimtür öffnen. Der öffnet keine Geheimtür, sondern macht einfach nur Licht. Also direktes Licht. Damit kann ich aber ehrlich gesagt auch leben. Weil hier war es echt verdammt dunkel. Oh nein, eine Fake-Truhe. Schafft die es raus, oder? Ich hoffe mal nicht. Geh mal ein bisschen an der Seite lang. Oh ja, hinten ist was gewesen. Aha, einfach nur ein Gegner. Sonst nichts? What? Wieder mal alles umsonst.
Gott. Ich hoffe echt, dass die Halterungen reichen, erhalten. Ich habe das blöde Gefühl, dass irgendeiner runterfallen wird. Ja, ganz schnell durch, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Ich will es gar nicht rausfinden. Labor, Alter, ist das ein geiles Schloss. Das ist ja richtig geil. Die grünen Flaschen da. Okay, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen. Tschüss.